Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit ein echt richtig gutes Spiel gemacht, Auswärtsspiel. Haben den Gegner komplett im Griff gehabt, das 1-0 dann gemacht, hätten es 2-0 nachlegen müssen. Und ich verstehe auch nicht selber genau, warum wir sie in der zweiten Halbzeit wieder so ins Spiel lassen haben kommen. Und ich denke, es lag einfach daran, dass wir das 2-0 nicht nachgelegt haben. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit die Spielkontrolle abgegeben und sie einfach wieder ins Spiel reinkommen lassen. Wir haben 60 starke Minuten gehabt und dann haben wir einfach irgendwie den Faden auch verloren. Wir haben keine Ruhe mehr gehabt am Ball, haben den Gegner immer wieder eingeladen, durch Fehlabspiele ins Spiel zu bringen. War nicht mehr so kompakt und der Gegner hat Wucht reingeworfen. Wir sind nicht so klar gekommen und sind auch nicht mehr rausgekommen. Und wenn du das zweite nicht gemacht hast, dann wirst du schnell bestraft mal in dem Moment. Und wir sind bestraft worden. Mit ein bisschen Glück hätte Dominik Streugl vielleicht noch den Kopfball reingemacht, hätte man sogar noch 3 Punkte mitgenommen. Aber ich meine, mit 60 Minuten kann ich sehr gut leben. Die letzten 30 Minuten kann ich mit der Einstellung, zumindest von Kampf und Bereitschaft und das Ding irgendwie über die Bühne zu bringen, leben. Was nicht so gut war, war einfach, dass wir keine Ruhe gehabt haben. Ja klar, schön das erste Tor zu schießen. Im Endeffekt hätte ich lieber die 3 Punkte mitgenommen, wie jetzt hier das erste Tor zu schießen. Jetzt ist es so, jetzt gucken wir, dass wir zu Hause wieder gewinnen.